Strategic Domain-Driven Design ist im Moment gerade ein Hype, aber es geht dabei eigentlich um mehr als nur die Aufteilung von Systemen in bounded Kontexte. In dieser Episode wollen wir uns um einige Missverständnisse rund um Patterns im Strategic Domain-Driven Design kümmern und der Frage nachgehen, warum einige dieser Patterns gar nicht so oft angewendet werden. Natürlich gibt es dabei auch Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten. Bis dahin, ich freue mich auf viele Diskussionen und viele Fragen.